Es ist hierzulande der erste bekannte Todesfall dieser Art. Ein 73-Jähriger aus Baden-Württemberg ist nach einer zweiten Corona-Infektion gestorben. Im April 2020 war das Virus erstmals bei dem Mann nachgewiesen worden und Anfang Januar dann ein weiteres Mal. Er starb nun an einer Lungenentzündung und einer Blutvergiftung mit Multiorganversagen. Die Behörden vermuten, dass er bei der ersten Infektion keine starke Immunität ausgebildet habe. Die Chance, dass sich ein Mensch ein zweites Mal mit dem Coronavirus ansteckt, sei bisher sehr gering.